euch wisst, wohnt ihr auf der Erde. Und damit meine ich nicht dieses dunkle Gemisch, was man auf dem Boden findet und woran man sich die Finger dreckig macht, sondern ich meine den Planeten Erde. Der Planet Erde ist eine riesige Gesteinskugel, auf der alle Menschen, Tiere und Pflanzen wohnen. Wenn ihr schon einmal einen Globus gesehen habt, so wie diesen hier, dann wisst ihr ungefähr, wie die Erde aussieht. Ein Globus ist nämlich ein Modell der Erde. Dass die Erde eine riesige Kugel ist, kann man tatsächlich selber feststellen. Wenn ihr zum Beispiel ans Meer fahrt, dann könnt ihr einem Schiff hinterher schauen und werdet sehen, dass der untere Teil des Schiffes zuerst hinter dem Horizont verschwindet und ihr den oberen Teil des Schiffes noch länger sehen könnt. Ich zeige euch das nochmal von der Seite. Weil das Schiff über die Erde fährt, verschwindet, wenn ihr hier oben steht und von da hinterher guckt, der untere Teil hinter dem Horizont zuerst. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel die Sonne zu beobachten. Ich mache hier drüben mal unsere Sonne an. Und jetzt könnt ihr feststellen, dass zur selben Zeit weit im Norden, also zum Beispiel in Hamburg, die Sonne nicht so hoch am Himmel steht, als wenn ihr weiter im Süden, also zum Beispiel in München seid. Es wurden übrigens auch schon Fotos von der Erde gemacht. Früher waren das immer Astronauten, die das gemacht haben. Und das sieht dann zum Beispiel so aus wie dieses alte Foto hier. Ich denke mal, dass ihr längst mitbekommen habt, dass die Sonne dafür sorgt, dass es jeden Tag ziemlich hell wird auf der Erde. Dass die Sonne, die ich hier drüben mal wieder anmache, jeden Tag aus unserer Sicht über den Himmel wegzieht, Tag für Tag immer wieder, liegt daran, dass sich die Erde, die ja diese riesige Kugel ist, die ganze Zeit ganz gleichmäßig dreht. Immer und immer wieder. Ihr seht, der Teil der Erde, der zur Sonne zeigt, ist ganz hell. Und der dann nicht zur Sonne zeigt, ist dann nicht von der Sonne angeschienen. Und da ist es dunkel. Die Zeit, in der sich die Erde einmal um sich selbst dreht, hat man einen Tag genannt. Aber warum ist die Sonne eigentlich so hell? Die Sonne ist im Vergleich zur Erde, die aus Gestein ist, und das ist mittlerweile nicht mehr so warm, ist die Sonne aus Gas, ist unwahrscheinlich groß und deswegen auch unwahrscheinlich heiß. Auf der Oberfläche der Sonne ist es viel heißer als zum Beispiel in der Flamme einer Kerze. Und auch die Kerze ist schon so heiß, dass sie ganz von alleine leuchten kann. Jetzt seht ihr nur noch die Kerze, weil alles andere in diesem Raum konntet ihr nur sehen, weil es von den Lampen angeleuchtet wurde. Die Kerze ist aber heiß genug, um von alleine zu leuchten. In so einer Kerzenflamme kann es bis zu 1000 Grad Celsius heiß werden. Auf der Oberfläche der Sonne sind es ungefähr 5000 Grad Celsius. Und im Inneren der Sonne ist es noch viel, viel, viel heißer. Weil es in und auf der Sonne so extrem heiß ist, kann die Sonne von alleine leuchten. Wir nennen sie deshalb einen Stern. Jetzt sagt ihr vielleicht, Moment mal, Sterne, das sind doch diese kleinen leuchtenden Punkte, die man nachts am Himmel sieht. Und da habt ihr auch absolut recht. Das sind auch Sterne, die leuchten von alleine. Das Besondere an der Sonne und der Grund, warum sie so viel heller und so viel größer aussieht als all die anderen Sterne, ist, dass die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne viel, viel kleiner ist als die Entfernung zwischen der Erde und den ganzen anderen Sternen. Während nämlich all die anderen Sterne ziemlich schön aussehen, aber die Erde mit denen nicht so viel am Hut hat, bewegt sich die Erde um die Sonne, fast genau auf einer Kreisbahn. Wir können also auch sagen, sie kreist um die Sonne. Immer und immer wieder. Die Zeit, in der die Erde einmal um die Sonne kreist, nennt man ein Jahr. Der englische Forscher, oder man sagt auch Wissenschaftler, Isaac Newton, hat zum ersten Mal bemerkt, dass die Ursache dafür, dass wir auf der Erde stehen können und dass die Erde um die Sonne kreist, dieselbe ist. Das war damals im 17. Jahrhundert eine ziemlich erstaunliche Bemerkung. Die Ursache ist, dass alle Dinge, die wir anfassen können, andere Dinge, die wir anfassen können, anziehen.
Ich meine damit, wir könnten prinzipiell auch die Sonne anfassen, wenn wir hinfliegen würden. Es wäre bloß eine ziemlich schlechte Idee, weil die halt so unglaublich heiß ist. Forscherinnen und Forscher sagen, zu Dingen, die wir anfassen können, das sind Dinge mit Masse. Und Forscherinnen und Forscher sagen auch, wenn zwei Dinge sich gegenseitig anziehen, dass sie eine Kraft aufeinander ausüben. Jetzt denkt ihr bestimmt, ja, mit Kraft, da kann man Dinge doch auch wegschieben. Aber mit der Anziehung ist es so, als ob man so ein Tauziehen machen würde, gegeneinander, aber dabei auf einer extrem rutschigen Fläche steht. Zum Beispiel auf Eis oder auf Skateboards. Wenn man dann an dem Seil zieht, dann bewegt man sich aufeinander zu. Nur eben, dass Dinge, die Masse haben, dafür gar kein Seil brauchen. Die ziehen sich einfach so an, auch ohne Seil. Diese Kraft nennt man Gravitation oder auf Deutsch auch Schwerkraft. Warum es die Gravitation eigentlich gibt, das kann keine Forscherin und kein Forscher bis jetzt so ganz genau sagen, aber man versucht dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Also, die Gravitation sorgt dafür, dass wir auf der Erde stehen können und dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Die Erde zieht uns also an. Da muss man dazu sagen, auch wir ziehen übrigens die Erde an, weil die Erde aber so riesig ist, macht ihr das fast gar nichts aus. Jetzt könnte man ja folgende Frage stellen. Wenn alles, was wir hier auf der Erde loslassen, einfach nach unten fällt, weil es von der Erde angezogen wird, warum fällt dann eigentlich nicht die Erde auf die Sonne? Das wäre ja ein Ereignis, was für uns echt ziemlich unschön wäre. Und das ist eine ziemlich gute Frage. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das liegt daran, dass die Erde sich auch ziemlich schnell an der Sonne vorbei, man sagt dazu senkrecht, zur Sonne bewegt. Diesen Flug genau senkrecht zur Sonne kann die Sonne selber gar nicht bremsen. Aber die Sonne zieht die Erde dabei so stark zu sich, dass die Erde die ganze Zeit auf so einer Kurve fliegt. Diese Kurve ist im Ganzen betrachtet fast genau ein Kreis. Das ist ganz genauso, als wenn ihr ein Seil um einen Ball bindet und diesen dann um euch schleudert. Die Sonne ist dann eure Hand und die Erde ist dann der Ball. Nur das Seil gibt es ja bei Erde und Sonne nicht, denn Gravitation braucht ja gar kein Seil. Also, nochmal. Alles, was Masse hat, also alles, was wir anfassen können oder anfassen könnten, zieht sich gegenseitig an. Das nennen wir Gravitation. Das ist der Grund, warum wir auf der Erde stehen können. Und das ist auch der Grund, warum die Erde um die Sonne kreist. So, das war's schon für heute mit Koschis Kosmos. Mein Name ist Koschi und ich hoffe, ich konnte euch was Interessantes erzählen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann an, was aufgrund der Gravitation so alles Interessantes zwischen der Erde und dem Mond passiert. Bis zum nächsten Mal.